Zwei mysteriöse Morde haben die Ukraine in der vergangenen Woche erschüttert. Jetzt gibt es ein Bekennerschreiben. In einer E-Mail bekennt sich eine bisher unbekannte Gruppe, die sich ukrainische Aufstandsarmee nennt, zu den Morden. Tatsächlich könnten die beiden Attentate am Mittwoch und am Donnerstag in Verbindung stehen. Denn der getötete Politiker Oleg Kalaschnikow vertrat eine russlandfreundliche Politik. Ebenso wie der Journalist Oles Buzina. Bisher ist die Echtheit des Bekennerschreibens allerdings umstritten. So heißt es aus Sicherheitsbehörden, die E-Mail stamme aus Deutschland und enthalte für Ukrainer untypische Rechtschreibfehler. Ukrainische Politiker hatten zuvor russische Geheimdienste verdächtigt, für den Mord am Journalisten Buzina und am Politiker Kalaschnikow verantwortlich zu sein. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hatte eine Untersuchung gefordert.